Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Beitrag, der uns etwas an die philosophische Hand nehmen möchte und dabei auch etwas poetischer auftreten könnte. Der folgende Beitrag schöpft aus der Begegnung irdischer Erfahrungen und besetzt kritische Positionen, um aus einer seelischen Perspektive unsere menschliche Gesellschaft zu verdeutlichen und entscheidende Werte einzuladen. Ich bedanke mich wirklich vielmals für euer Interesse und wünsche euch eine wache, spirituelle Reise. Das Vermächtnis der Gewohnheit ist die Tradition einer unreflektierten Gesellschaft. Erst wenn die Herrschaft blutet, gesundet der Boden der Kultur. Bis dahin bleibt der Mensch oft nur eine Ratte im Labor, die ihre sozialen Ressourcen am Herrschaftsinstrument orientieren darf. Moral und Ethik bleiben zwar ein Wesen der Vernunft, doch reifen diese Früchte oft nur dann, wenn das eigene Haus brennt. Unsere Mühe gilt viel zu oft dem primitiven Ego und jedes Wohl soll uns selbst dienen. Erst wenn es dunkel wird, sehen wir auch unsere Umwelt, den Menschen. Tiefe Angst entfaltet die Beharrlichkeit der Realität und löst plötzlich unsere Fassade auf. Das Ego sucht Liebe. Große Worte dekorieren unsere heuchlerische Bilanz, doch erst mit der Tat waltet auch unsere Persönlichkeit. Jeder Reiz definiert unseren chemischen Haushalt und bittet um Reflexion. Die Idealisierung rühmt das Echo der Natur. Konditionierung oder Geist? Seele oder Mensch? Deine Zukunft wächst nicht aus einer wirtschaftlichen Identifikation. Wir verdienen unsere Zukunft, wenn ein Kind die Medizin des Universums erhalten hat. Liebe. Das schwächste Glied zeigt unsere wirkliche Persönlichkeit. Die Zukunft wird nur dann gesunden, wenn die Vergangenheit geliebt hat. Durch die Liebe konvergieren unsere eigentlichen Werte. Wir respektieren nicht immer den Menschen, sondern das Angebot biologischer Konsequenzen. Dem Geschmack des biochemischen Haushalts. Tiefe Angst wird ein Weckruf zur wirklichen Veränderung. Oft nur dann. Und jede Kontrolle verwaltet unsere kosmetische Erfüllung und erhoffte Identifikation. Künstliche Fassaden sollten nicht erst bei Angst und Trauer fallen, sondern wenn wir gesund und glücklich sind. Denn das zeigt auch Persönlichkeit. Empathie darf keine Floskel werden. Wir müssen immer bereit sein, erst in der Dunkelheit des Lebens zu forschen und die Schwächsten dort abzuholen, bevor wir unseren Glanz da oben weiter ausbauen. Jeder kranke, hilflose und traurige Mensch sind wir gemeinsam. Das verstehen wir jetzt nur noch nicht. Das bist du. Du bist jedes Glück wie auch jedes Unglück. Niemand kennt hier auf Erden die Variablen und Schicksale, die dich aber jederzeit zu dem machen könnten, den du nur auf Abstand siehst. Was wir nicht fühlen, motiviert uns nicht. Die Kunst liegt in dem Verständnis aller Anliegen, um auch unbekannte Erlebnisse zu den eigenen Aufgaben zu machen. Das Gewissen wächst mit der emotionalen Begegnung dichotomer Verhältnisse. Doch das alles sind nur Worte. Die Liebe kommuniziert auch ohne diese Erfindung. Bewusstsein ist auch Energie. Jeder Missbrauch in der Kindheit verstärkt die negative Summe der Zukunft. Kinder sind nicht nur da, um ihren wichtigen Spieltrieb zu befriedigen, sie werden auch geboren, um der Zukunft einen Rahmen zu geben. Unsere Verantwortung ist so mächtig, dass wir nicht einmal erkennen, dass jede Enttäuschung bereits von uns determiniert wurde.
Wir bleiben ein Produkt unserer chemischen Gewohnheiten und sozialen Erfahrungen, bis wir verstanden haben, dass unser Bewusstsein kein neuronales Gewebe ist, sondern die nicht lokale Freiheit des ewigen Geistes. Mit der Transzendenz beginnt auch unsere Verantwortung. Bewusstsein ist nicht sichtbar und doch die mächtigste Realität. Die einzige wirkliche Realität. Denn ohne Bewusstsein nicht das, was wir nun wahrnehmen. Eure Signatur ist die Energie auf eure Mitmenschen. Und das, was ihr später wiedererleben werdet. Kämpft euch durch bis zu eurem reflektierenden Geist, damit ihr nicht das Ergebnis eurer konditionierten Kultur seid oder werdet. Ein reflektierendes Bewusstsein und biochemische Beharrlichkeit konkurrieren stets in der Korrelation um Dominanz. Sich dessen bewusst zu sein, verhilft dem Bewusstsein zu wachsen und seine eigenen Konditionierungen und Prägungen zu erkennen. Wer möchtest du morgen sein? Eine Zahl? Eine Urkunde, Note oder Position? Nur eine Identifikation der von Menschen erdachten Legenden? Wirst du der sein, der diese Worte auch an anderen Menschen orientiert, diese vielleicht sogar stigmatisiert, um ihre Position in unserer Gesellschaft erkennen zu können? Hast du dich jemals gefragt, wonach man unsere Seele wirklich orientiert? Und ob unsere Gesellschaft diese entscheidenden Fragen überhaupt berücksichtigt? Wir bewerten immer nur das Fahrzeug Mensch, Produkt, Organ. Nicht das tatsächliche Bewusstsein, die Seele. Die Seele liegt nicht im Zentrum staatlicher Ideen und dient auch keinem Schul- oder Berufssystem. Wenn der Mensch sich seine politische Idee erdacht hat und es solche Vergleiche am Wesen der höheren Natur gar nicht gibt, na, wie würden wir uns wohl gegenseitig erkennen, wenn es diese Worte gar nicht geben würde? Wer sich hier um eine Antwort bemüht, wird auch den riesigen Anstieg psychischer Erkrankungen verringern. Vor allem wenn diese Reflexion in der staatlichen politischen Verantwortung stattfinden würde. Wir Menschen brauchen immer einen Geschmack, ein Symbol, eine Zahl, eine Ordnung, eine Identifikation, eine Legende, ein Elo. Sobald etwas Neues erfunden wird und sich darum eine Gesellschaft bildet, was man jetzt aus der postmodernen Betrachtung auch der kompetitiven Gaming-Branche entnehmen kann. Dass auch da Menschen sich nicht nach möglichen Qualitäten orientieren, sondern sobald eine Bewertungsskala da ist, wird versucht, sofort sich an etwas festzubeißen, andere Menschen zu stigmatisieren, auszugrenzen, die aktuell noch nicht die Chance hatten, sich dort zu beweisen. Und so ist eigentlich unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut. Wir hören nur auf Worte, auf künstliche Worte. Der ist ja X, hast du Y? Stimmt irgendwas nicht, wirst du schon gar nicht mehr für voll genommen. Und die, die diese kosmetischen Dokumente oft haben, um dem Klang der Worte dann eine Zugänglichkeit zu verpassen, eine möglichst kompetente, das sind dann oft und in leider tatsächlich größerer Relation die Menschen, die tatsächlich keine Ahnung haben. Und wie kann das geschehen? Natürlich, weil wir nicht nach Begabungen orientieren oder uns höhere Fragen stellen, wie wir schon in jungen Tagen die Kinder orientieren, weil wir einfach nur auf das primitive Auswendiglernen setzen und dann auch auf möglichst prätentiöse Mechanismen, dass das Ganze komplexer wird durch Statistik, Mathematik. Wer wirst du also morgen sein? Welche Idee des Staates möchtest du befriedigen, damit du dich erfüllt und bestätigt fühlst? Was wäre, wenn es neben den 1000 Ideen auf Erden 100 Milliarden weitere Ideen des Universums gibt
und die Seele deshalb leidet, weil sie in dieser stereotypen Gesellschaft nicht aufgehen kann. Sie sich fortschrittlicher fühlt, aber zurückgezogen wird. Zurückgezogen auf eine, ja, wirklich reaktionäre Einheit und man dort sogar noch mit seinem fortschrittlichen Wissen erniedrigt wird, weil man nur dann mit den Blumen begrüßt wird, wenn man diesem Saftladen da oben auch noch angehört. Schaffst du es, dich selbst zu finden, wenn deine Realität auf Erden an so vielen Gewohnheiten und Vergleichen gekoppelt ist? Bist du ein Teil einer Ideologie, Gruppendynamik oder eines Trends? Du wirst nicht du selbst sein, wenn du dich am System orientierst. Zumindest nicht so lange, bis das System umfangreich, flexibel, gebildet erscheint. Sei mutig und schütze eine andere Seele, mit der du Liebe erleben kannst. Sich in dieser Energie gegenseitig zu beschützen, zu stärken, zu erfreuen, kreativ auszuleben, zu verstehen, da zu sein, das ist schon ein so großer Hauch der Realität. Sei kreativ und suche nach den Impulsen der Existenz. Bilde dir kein vorschnelles Urteil, wo auch immer, und kritisiere immer wieder das Schulsystem. Solange es nicht nach Begabungen strebt, und das inkompetente Auswendiglernen weiter kultiviert. Der Gehalt des Staates und deiner Laufbahn ist nicht der Gehalt der Seele und Existenz. Bewertet euch an der Fähigkeit eurer Begabungen, Persönlichkeit, Liebe und eurem Einsatz zum Zusammenhalt. Wer die Energie der höheren Realität positiv einsetzt, der kann nicht nur in seiner Umwelt glücklicher werden, der kann auch darauf einen Staat errichten, der umfangreich zum Folgen einlädt und dann nicht zum blinden Folgen, sondern zur selbstreflektierenden Folgsamkeit aller Organe, Seelen und Körper in unserer Gemeinschaft. Doch leider sind Politiker oft nur Akademiker und keine gebildeten Seelen wahrer akademischen Anstalten in diesem Universum. Und ich verspreche euch, die gibt es da draußen. In staatlichen Räumlichkeiten etwas auswendig zu lernen, erschafft nicht den Impuls des Fortschritts. Das ist eine Fließbandproduktion der Dummheit, wie man an der Psychologie sieht. Der große Fortschritt kam sehr oft durch spirituelle Wissenschaftler, durch Denker, die nicht als ideologische Apologeten aufgetreten sind. Die reichsten Menschen, so nach irdischem Vorbild, brachten sich leider immer wieder um. Und niemand hört auf diese wichtigen Weckrufe, dass unsere von Menschen erdachten Reichtümer eben nicht glücklich machen. Da jede Gewohnheit wieder am Wesen der Seele landet. Wir bezahlen uns mit Geld, weil wir noch nicht die Währung des Lebens erkannt haben. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Beitrag und ich hoffe, dass du vielleicht irgendetwas Positives mitnehmen konntest. Falls du etwas mehr über mich oder meine weitere Arbeit kennenlernen magst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal meine Seite www.psychodetektiv.com besuchen magst. Und ich würde mich sehr freuen, falls du mir vielleicht einen positiven Daumen nach oben da lässt, falls du diesen Beitrag weiter teilst oder du einfach mal auf meinem Kanal schaust, ob es andere Beiträge gibt, die dich interessieren könnten, ob du vielleicht ein Abo da lässt, vielleicht sogar eine Spende. Ich würde mich wirklich mega freuen, denn wie ihr vielleicht versteht, es ist so schwierig unter so vielen Menschen und so vielen tollen Kanälen da draußen auch, selbst einen neuen Kanal zu etablieren. Und natürlich bleibe ich auch da immer selbstkritisch und habe natürlich auch Pläne, wie ich das Ganze noch optimieren möchte. Jetzt kam eben die neue Seite hinzu, die ich gerade vorhin genannt habe. Und ja, es ist natürlich nicht einfach und natürlich denkt man oft, wie das oft so ist, dann wieder ans Aufgeben irgendwann, wenn das alles so ein bisschen stagniert. Aber nein.
Dafür sind viele Beiträge gerade bezüglich der klinischen Psychologie zu wertvoll gewesen und selten war ich in meinem Leben, ich sag mal, wissenschaftlich so berührt, dass Menschen, die betroffen waren oder auch im akademischen Kontext oder als Opfer, in welcher Position auch immer, so positiv von diesen progressiven Arbeiten profitieren konnten, dass sie mir Dankesbriefe geschrieben haben und ich mir dachte, hey, wenn das in so einem tollen Verhältnis ankommt, dass gerade bei Themen, wo sehr viele Menschen auch negativ getriggert werden, wenn es da Beiträge gibt, die in 99,8% positiv nach Monaten sind, dann müsste das vielleicht viel mehr Menschen erreichen. Dann ist das wirklich eine Chance. Und das versuche ich jetzt eben. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, so Werbung zu bezahlen, das versteht ihr vielleicht. Und falls mal irgendwann sich mehrere Spenden bündeln könnten, dann würde ich das dafür einsetzen. Aber bis jetzt bin ich einfach nur dankbar, dass ich bisher hier mit diesem Projekt etwas Positives erreichen konnte. Und verzeiht mir natürlich auch, falls ich mal Themen spreche, die euch nicht interessieren. Natürlich auch inhaltliche Schwächen oder so. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht zu viel entschuldigen, weil ganz ehrlich, genau das ist es ja. Lieber etwas Eigenes, eigene Begabung, das eigene Selbst irgendwie versuchen zu erkennen und das niederzuschreiben oder einfach intuitiv zu verkörpern, ne, als zu überlegen, was habe ich irgendwo auswendig gelernt, was kann ich wiedergeben oder woanders abgucken. Dann lieber Fehler machen oder durcheinander bescheuert manchmal, aber dafür mit einer Authentizität und ja, Persönlichkeit dahinter. Ja, wie gesagt, wirklich vielen Dank für dein Interesse an diesem Beitrag, wenn du bis zum Ende hier geblieben bist. Bleib gesund, selbstkritisch, humorvoll, auch selbstironisch, kreativ, künstlerisch. Erfinde dich doch mal einfach künstlerisch. Und bleib neugierig, facettenreich. Frage dich, was kann mein Gehirn alles abrufen? Was kann ich noch so entdecken, erreichen wollen? Was gibt es für Themenbereiche? Ganz mal weit weg vom Mainstream. Wie kann ich mich noch weiterentwickeln? Ohne diesen staatlichen Druck, was als richtig und falsch gilt. Das ist gar nichts wert, wirklich. Und bleibt treu, liebevoll, dankbar, manchmal auch selbstlos, mitfühlend, ehrlich, hilfsbereit und schätze jeden materiellen Genuss mit einem dankbaren Herzen. Beste Grüße, euer Sebastian.